Ahnung. Willkommen zur nächsten Folge Feed the Beast Infinity Evolved. Heute ein bisschen sehr viel später, weil der Server mal wieder seine Kapriolchen gemacht hat und nicht erreichbar war. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Aber wir haben natürlich einen Creeper im Haus. Wieso eigentlich ein Creeper? Jetzt ist da hell genug drin. Willst du mich verarschen? Naja, egal. Ja, sagen wir mal so. Unsere Quarry ist irgendwie schon fertig mittlerweile. Ich meine, ist ja jetzt schon 2 Tage her. Und ich habe mal versucht, hier irgendwie so ein Dach drauf zu zimmern. Ich würde hier gerne irgendwas machen mit, ich weiß nicht, mit Wolle vielleicht sogar. So ein Spannendach mit ein bisschen Glas dabei. Muss ich mal gucken. Und irgendwas war mit einem Tank eben los, weil irgendwie hier nicht mehr genug Lava ankam, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, die Lava nimmt ab anstatt zu, oder? Ja, irgendwie nimmt sie ab. Und zwar dezent schneller als mir lieb ist. Anscheinend sind die Generatoren doch zu viel, wenn die voll Stromlast ziehen. Okay. Scheinbar auch nicht alle. Naja, mal schauen. Ich habe mir hier auch 4 von diesen fetten Ender-Energiezellen hingestellt. Das heißt, die pumpen gerade pro Sekunde 32.000 Energie in sich rein. Nee, pro Tick, nicht pro Sekunde. Und ja, hier ist auch die Ausbeute unserer Quarry. Also, das ist das Wertvolle. Nö. Und den ganzen Cobblestone habe ich dann mal hier in Dingens verkraften lassen. Also in den ultimativen Hardcore Cobblestone. Und ja, mit dem können wir nachher, glaube ich, mit dem können wir uns Bedrockium-Waren herstellen. Und für den kann man dann irgendwie einen Bedrockium-Block, eine Gießkanne und noch anderen Kram machen. Ja gut, also man kann damit nicht unbedingt viel machen, aber man kann damit etwas anstellen. Also, ja gut, ne? Kann man machen, muss man nicht, aber wir tun es einfach mal. Und ja, ich würde sagen, das alles haue ich einfach mal offscreen alles klein, weil ich meine, ich kann es da hinstellen, verdrei- oder vervierfachen. Also, jo. Bis auf den Redstone, das Gold und so, diesen ganzen Kleinkram, den kann ich ja schon mal mitnehmen. Das alles bekommt Henry. Denke ich mal. Und ja, den ganzen Baumaterial kann ich auch eigentlich schon mal relativ weit raus tun, weil, ne? Irgendwann brauche ich die ja hier eh für mein Dach. Oder auch nicht. Mal schauen. Vielleicht mache ich es doch aus Wolle. Ich weiß es noch nicht, wo ich es mache. Und ja. Wie gesagt, die Quarry ist fertig. Die könnten wir eigentlich umstellen, aber das kann ich auch offscreen machen, weil ich heute gerne mal ein Haus weiter bauen würde. Vielleicht. Mal gucken. Und ja, wie gesagt, ich würde das gerne aus Glas machen. Oben, zumindest die Hälfte davon. Das heißt, ich baue erstmal ganz viel Glas. Und zwar. Gib mir einfach mal hier alles schon mal, was wir noch an Glas übrig haben, weil dann kann ich mir da schon mal was raussuchen. Und dann hätte ich gerne den Meißel. Meißel, Meißel, Meißel. Ah ja, wer es noch nicht gesehen hat, eben kam aus dem neuen Video, ein Snapshot-Video. Und ja, der neue Snapshot ist echt lustig, weil der einfach mal Vögel mit sich bringt. So, naja, wie soll ich sagen hier, ne? So, Papageien und, naja, ne, ist lustig. Ich weiß schon, wir nehmen das Glas hier, wenn wir das dann fürs Dach nehmen, weil da kommen nur in diese schmalen Streben, also quasi hier zwischen, dazwischen. Was treibt der da eigentlich gerade? Dazwischen, das quasi hier so ein bisschen Dach zwischen ist, der Rest wird halt mit Wolle zugebaut, denke ich jetzt mal. Das sieht bestimmt ganz nett aus eigentlich. Dann hier mal so hier so quasi so Trägersystem, was dann so ab und zu Glas hat, damit ein bisschen Licht reinkommt von außen auch, um dann quasi das Ganze noch ein bisschen dicht zu machen hier mit einfach ganz banalem. Halt nicht Glas und dann volle, dass dann halt dicht ist und ja. Halt der Rest mit Glas für Licht und ja, ich denke, das könnte ganz nett aussehen. Wenn wir das schaffen, können wir auch die Smeltery heute noch umstellen, weil die soll ja auch hier irgendwie in die Ecke rein. Oder wir bauen uns da vorne einfach mal ein Dach drauf. Wäre auch mal was Nettes. Weil wie gesagt, mit der Lava muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich die Pumpe mal umsetzen oder den Chunkloader-Radius etwas erhöhen, weil eventuell könnte der schon nicht mehr genug laden, dass da noch genug gepumpt wird, weil der Maurice hat seine Pumpe auch dahingestellt, weil ne, Chunkloader ist ja teuer und ich weiß nicht, entweder muss der weg oder naja, mal schauen, woran das da liegt. Naja, wir werden es dann mal herausfinden. Morgen kommt wahrscheinlich wieder Livestream, kann ich ja schon mal so anteasern und jetzt habe ich mir mal die Wolle. Die Wolle. Habe ich ja dank meiner fetten Farm auch jetzt mittlerweile wieder einiges zusammenbekommen. Auch wenn ich glaube, dass das nicht reichen wird fürs ganze Dach. Na, hast du Spaß? Ja, wobei ich weiß noch nicht, was ich mit Wolle mache. Man könnte es ja mal testen oder versuchen. Wobei an sich ist die Wolle eigentlich, glaube ich, ganz nett. Es sieht so ein bisschen wie so ein Stoff daraus. Boah, ja. Willst Stress, ne? Willst Stress, ne? Boah, da hast du Stress. Schwöre. So, ich werde von den beiden lädt jetzt keiner freiwillig ins Bett rein. Das heißt,
Wir schieben hier eine Nachtschicht. Eins, was ich machen muss, ich muss dann aufs Dach noch ein paar Fackeln draufstellen, damit da dann nicht das wilde Getier spawnen kann. Und dann habe ich eigentlich schon fast das Fältchen hier, das Hältchen, die Halle fertig. Jetzt gucken wir halt den Rand hier noch mit einer Wolle ausmauen, dass es ein bisschen hübscher wird. Muss man mal sehen, wie das Ganze so am Ende wirkt. Wobei, was heißt das Ende? Es ist ja jetzt eigentlich quasi wieder fertig, das Dach. Und wie gesagt, mit dem Strom muss ich mal gucken. Wir können auch mal eine richtige Generatoreinheit da bauen, die dann aber ein bisschen besser aussieht, weil da sind ja jetzt quasi nur ein paar Generatoren, die zusammengeklebt sind. Wir können auch einfach mal das Ganze in mehrere Teile aufgliedern und dann quasi mehrere Stromadern bauen. Mehrere Phasen, ne? Wenn man jetzt was sagt, so Elektrotechnik, so, ne? Da kann man ja viel anstellen. Und ja, wir können auch mit Project Red noch einiges anstellen, was so Illumination und Kabel betrifft. Da ist man ja an keine Grenzen gebunden. Glücklicherweise. Warum fange ich nicht unten an? Es wird einfacher, wenn ich unten stehe. So. Das ist doch das erste Teil vom Dach schon fertig. Das erste Teil. So, jetzt brauche ich Fackeln. Ich habe mir oben auch schon wieder hergestellt von dem E-System ein paar Bauteile. Das heißt, wir können da auch noch weitermachen. Man kann auf Glas Fackeln stellen. Geht das im normalen Spiel auch? Ist mir jetzt gerade ein bisschen neu, aber ich glaube, das geht auch. Also, das kommt davon, wenn man einen Creeper. Okay, waren die Geräusche jetzt gerade bei mir im Hintergrund oder waren die jetzt hier auf der. Ah, Fable, die muss man ja Stühlerücken spielen. Interessant. Ich weiß nicht, hier könnte schon fast noch ein Glasgiebel vorgesetzt werden, so finde ich eigentlich. Naja, das sieht doof aus. Ja, den mache ich dann aus Stein, den Giebel hier noch so, also aus Marmor. Mache ich den hier was massiver vor. Hab ich noch den Marmor davon? Marmor. Wir müssen ernsthaft jetzt anfangen, Krach zu machen. Ich liebe sowas ja, wenn du gerade mal 5 Minuten Ruhe brauchst, damit du was aufnehmen kannst. Und dann fängt das ganze Haus an, irgendwo umzuräumen und den Krach des Jahres zu machen. Das liebe ich ja immer wieder. Ja gut, hier müssen halt oben noch Scheiben rein, irgendwie so. Müssen wir mal schauen. Und das Monster irgendwie abwehren, weil Monster dann auf dem Dach drauf haben, ist blöd, aber kriegen wir schon hin. Ja, gut. Ist jetzt nichts Hübsches, aber es ist auch nicht so schlimm, finde ich. Also, ich habe schon schlimmere Sachen gebaut. Wobei ich die Wolle hier wirklich dann noch durchziehen würde. Oder? Ja, ich denke schon. Müssen wir halt mal gucken, wie wir das Ganze dann gestalten, weil ich selber mir jetzt noch nicht so ganz glücklich bin, aber habe auch, wie gesagt, schon Schlimmeres gesehen, was aus meiner Hand kam. Mein Kraftbaustil, fair, aber sieht eigentlich jetzt nicht. Es ist jetzt nichts Hübsches, aber auch nichts Schlimmes. Also, ich finde, es ist ertragbar, ohne Augenkrebs zu kriegen. Gut, dass hier drin sehr dunkel ist, das ist ein Problem, weil Monster spawnen auch bei Dunkelheit. Vielleicht können wir mal Fackeln hier reinstellen, damit es ganz hell bleibt. Aber wir können noch Lampen im Boden irgendwie einlassen und so. Also da gibt es dann Möglichkeiten ohne Ende. Und ja, jetzt habe ich doch zu viel Glas gemacht, aber das juckt mich jetzt einfach mal nicht, ne? So, ich würde sagen, vielleicht machen wir hier noch eben. Na, lass einfach offen. Lustig, wie wir sind. Ah ja, festgestellt, meine XP-Farm hier oben. Wenn ich einmal komplett abernte, alle Büsche, dann habe ich 30 Level zusammen. Sprich, ups, Serverleck. Einmal alles abernten, gibt ungefähr 30 Level zusammen, sprich, ordentlich. Wenn man sowas im normalen Spiel immer hätte, das wäre wunderschön. Dann könnte man sich ja ohne Ende verzaubern. Und hier könnte man das brauchen nicht, weil man einfach Tinkerswaffen hat, die ohne Verzauberung das 20.000-fache schaffen. Aber so ist das halt. Komm, schnell, jetzt. So. Ich hatte oben schon mal ein neues Zeug für Festplatten in Auftrag gegeben, dass wir das System erweitern können. Wie wir sehen, läuft hier alles vorbildlich und ja, hier ist natürlich wieder was voll. Wir werden die ganzen leeren Festplatten, die kleinen, möchte ich einfach alle rausschmeißen, wenn es geht. Oder wir bauen uns hier größere Crafting Storages. Können wir auch machen, muss man mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Quarzzeugs habe. Eventuell muss ich noch neuen Quarz suchen. Oder wie auch immer, müssen wir mal schauen. Das heißt, da werde ich jetzt ein bisschen nichts anfassen. Ich werde vielleicht eher gucken, ob wir
Mein Jetpack hört man schon wieder nicht. Wo daran liegt das? Weiß das jemand, warum das immer quasi den Sound ausschaltet? So, hier ist alles am Ding. Und der geht echt leer. Hallo? What's the problem? Muss ich erstmal in die Hölle reisen und da ein bisschen Ordnung schaffen? Dass da der Saft wieder angekurbelt wird. Ne. Kuhstich. Naja, ich habe gesagt, wir können die Smeltery noch umstellen. Dann machen wir das mal eben. Und dann baue ich die mal eben hier ab. Flupp. Und flupp. Und flupp. Und flupp. Und ihr zwei. Und ihr drei. Und ihr. Und ihr. Und ihr. Und du. Zack. Und da ist die ganze Smeltery auch schon weg. Komplett. Und wird umgebaut. So, du musst noch weg, du noch weg, du noch weg, du und du. So, alles eingepackt. Jetzt, ja, und, ja gut, Kiste kann jetzt mehr stehen bleiben. Ich überlege jetzt mal gerade, ob es jetzt schon Sinn macht, hier schon mal ein bisschen zu excavaten, auch schon. Der Excavator. Mal schauen, da würde ich dann hier einfach den ganzen Hof ein bisschen tiefer setzen. Dass auch hier mit der Treppe bündig funktioniert, weil sonst sieht es halt doof aus, wenn hier alles nicht so bündig ist, ne? Wobei andererseits dann noch die Wirkung vom Hauswerk geht, aber das ist erstmal dahingestellt, das müssen wir gucken. Ja. Muss man erstmal gucken, wie ich das baue, weil ich glaube, ich stelle die Smeltery einfach erstmal hier hin, so mitten rein. Ich meine, gut, ich kann hier in so eine Werkecke rein, so by side einfach, ist ja. Hier für diese Ecke hier angedacht gewesen. Dann würde ich mir sagen, grab ich mir mal was für die Baseplate, ne? Und mach da mal hier. Ich weiß, ich stelle sie genau hier hin. Müsste sie ja. Hier sind es drei und da sind es drei. Dann steht sie quasi genau so weit, wie es sein muss. Für einen optimalen Energiefluss vom Haus entfernt. Das Karma gut fließt und. Spaß beiseite. Dann hier ganz schön aussieht. Nur sind die ganzen Ein- und Ausgänge. So. Hier sind die Ausgüssele. So, wo ist der Block? Die kommen beide dahin wieder. Die Gussform da vorne. Dann habe ich doch hier Lava-Tanks. Zwei Stück, die baue ich einfach mal da einen hin. Den zweiten daneben, das da drauf. Und dann kommt oben drauf der Schmeltery-Controller. So. Ah, will nicht. Warum will nicht? Musst du etwa in der Mitte sein? Nee, will immer noch nicht. Warum will nicht? Darf es nur ein Tank sein? Nee, will auch nicht. Wo ist das Problem? Ist doch alles so, wie es vorher war. Kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es jetzt nicht mehr funktioniert? Oder muss Tank auf Augenhöhe sein? Das weiß ich nicht, ob das so gewesen ist. Ne, du nicht. Du. So. Second 3, so und. Ah, jetzt läuft die Laden wieder. Warum lief der Laden dann hier gerade nicht? Läuft nicht. Warum läuft das nicht? Kannst du mir nicht erzählen. Aber weißt du, wenn es so ein Problem damit gibt, dass das da steht, dann juckt mich das jetzt nicht und mache ich einfach die Tanks beide hier hin. Ich mache die Tanks beide Mitte hier. Okay, sieht auch scheiße aus. Ich mache einfach erstmal einen Tank rein. Das reicht ja auch erstmal von Anfang. Jetzt war so, dann kommt der Tank hier in die Mitte. Der Controller an die Seite, das daneben. Jetzt läuft der Laden, ne? Jetzt läuft es wieder hier. Perfekt. Wenn ich jetzt den abbaue, dann geht's wieder nicht. Doch, jetzt geht's. Sehr schön. Warum nicht gleich so? Wenn ich jetzt natürlich diesen Einguss hier noch da irgendwo einbaue, dann kommt wieder ein großes Gezicke, weil das dann wieder nicht geht. Und die machen da oben echt gerade so einen Hammerkrach. Das ist echt unglaublich. Ich lache mich langsam echt weg. So, jetzt geht's aber, ne? Ha! Gedeckt. Den komischen Einfüllstutzen. Packe ich einfach hier in die Seite rein. Kommt einfach hier so ein Tank drauf. Und dann kommt da ein Servo dran. Boah, Leute, ihr macht mir da oben echt langsam wahnsinnig, ne? Und so, da haben wir es. Und jetzt müsste es an sein, ne? Ja, jetzt ist es an.
Und jetzt machen wir noch ein paar Etagen drauf. Man hätte ganze Dinge einfach tief in die Erde reinsetzen können. Wäre auch eine Option gewesen, aber... warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Und lustigerweise passt es jetzt nicht mehr. Habe ich hier irgendwo einen verloren? Ja. Blöde Frage. Klar habe ich einen verloren. Ich meine, wäre das sonst mein Kanal, ne? Nein. Ich weiß nicht. So, und jetzt müsste hier wieder viel reinpassen, ne? Ja. Gut, so, das Ding steht jetzt erstmal hier. Gucken, wo wir es hier stehen lassen, ob wir hier noch eine Tür reinbauen. Kann man noch machen. Ist ja alles kein Problem. So, und jetzt muss ich sagen, damit ist die Folge fort auch zu Ende. Sonst kommt sie eh nicht mehr hochgeladen. Ist ja eh schon irgendwie bei mir gerade zumindest 19 Uhr. Ich weiß nicht, wann sie online kommt. Aber auf jeden Fall schon mal danke fürs Zusehen. Für jeden, der zusieht. Und ja, gerne ein Like da lassen. Und ja, man sieht sich.